Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Dragon's Dogma 2. Wir werden heute unseren Abenteuer mit dem guten Uwe, denn der ist auch dabei, genannt auch Oi, beginnen. Und ich bin wirklich, ich bin hyped. Ich bin extrem, extrem hyped. Ich habe richtig Bock. Deswegen wollen wir direkt mal reinstarten und gucken, was uns erwartet. Einstellungen wurden alle gemacht. Es gibt einen neuen Controller. Den habe ich gerade eben schon mal gezeigt. Warte, ich zeige den mal nochmal, weil der so cool ist. Ja. Ja. Ist ein Original Xbox-Controller. Carbon Black. Keine Werbung. Bin ich nicht dafür bezahlt worden oder sonstiges. Ich finde nur, originale Xbox-Controller sind einfach geil. Ja. Also für einen PC bestes, was man sich an Controller, glaube ich, holen kann. Meiner Meinung nach. Die ganzen Nachmachen und so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bleib beim Original. Gut, rein da. Rein da, rein da, rein da. Bin gespannt. Überzeugung ist der menschliche Wille, der seine... Was? ベルムントは真の君主不在の時代を送ってきた。それは承知だろう。この流骨の玉座も戦王エルランドゥ以来数十年主を求め続けてきた。だがそれはもはや過去の話。もう耐える必要はないのだ。今まさに 節制公が統治する時代は終わりを迎えた。今こそ皆で称える時が来た。我らが待ち望みしよう。閣下王様のご到来を。おお、なんと凛々しいお姿。陛下に永遠の忠誠を。 Was sind wir das? Na, oder? Ich glaube nicht, oder? Bleib aufs Trönchen. Okay. Ich das.
Hoodies. Ausgrabungsstätte Kerker. What happened? Was ist hier passiert? さて、ドイツだ。黒焦げだったのは。顔と名前を記録してやる。さっさと前に出ろ。 Oh, nice. Okay, okay, okay. So, ich muss einmal kurz gucken, dass hier alles fein ist mit Stream. Jawohl, nice. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. So. Du kannst entweder... Okay. Okay. Ist das? Ich hoffe, das ist jetzt unser Charakter. Ich hoffe, das ist jetzt Uwe. Okay, ja. Ja, natürlich, bereits existiert. Ja, unser Uwe. Und er ist auch dabei. Guckt euch den mal an. Sehr schön. Okay. Perfekt, warte, dann lass mich noch eine Sache machen, das hab ich, sonst vergesse ich das nämlich, einmal nochmal auf Twitter Bescheid geben, damit die Leute hier reinputzeln. So, der gute Uwe, ah, sehr schön. So, er ist Magier, wir haben Unbeugsam, alles ist, ja, wir können direkt abschließen, wir können direkt ins Game rein. Oi, der, nee, du bist nicht 20, Uwe? Puh, auch nicht 100? Ja, Uwe ist so 68. Ja, doch, vielleicht schon ein bisschen älter, ne? So ein Magier, der hat es ja manchmal in sich. Vielleicht ist Uwe auch schon 80. Komm. Uwe ist 81. 81 ist der gute Uwe, auch genannt Oi. Seht ihn euch an, ey. Statur von einem Magier, ne? Also, kleine Geschichte hinter, dahinter. Könnt ihr auch übrigens im Discord nachlesen, wenn ihr wollt. Gerne eure Charaktere ab bei mir in Discord rein. Und eine kleine Geschichte dazu. Geschichte zu dem kleinen Uwe, besonders zu dem kleinen Uwe, zu dem Uwe ist, er war an der Kerberus Akademie. Deswegen hat er so einen Kerberus auf der Brust tätowiert. Er war sehr stolz auf seine Akademie. Aber dann kam der Drache, hat ihm das Herz gestohlen. Und ihm eine fette Narbe an seinem linken Auge verpasst. Was ihn auch blind gemacht hat. Und deswegen ist er hingegangen und hat sich da auf die linke Seite seines Armes einen Schutzzauber tätowieren lassen, der ihm hilft, seine linke Seite so ein bisschen abzusichern. Weil er ja jetzt blind ist auf dem einen Auge. Nice. Nice, oder? Und er war anscheinend König, aber das wollen wir jetzt, also das ist, ne? Ja! Ja, wir wollen mit dem guten Uwe reden. Nice. Okay. Mhm. Ja, natürlich fürchten wir den Tod, bevor wir den Drachen erledigt haben, der uns das angetan hat. Okay. Okay, eine oder mehrere Add-ons hinzugefügt. Du wirst im Laufe des Spiels Zugang zu ihnen erhalten. Okay. Hallo! Wir grüßen. Hi. Na? Hi. Na?
Was geht denn hier ab? So, wir sollen mit dem Guten jetzt gehen. Kann ich hier die Türen aufmachen? Kommt raus! Los, lauft! Hi! Lauf doch! Ich hab dir die Tür aufgemacht. Mach dir die hier auch noch komplett auf. Ja. Guck mal, die geht sogar nicht mehr zu. Ah, die ist zugegangen. Was soll das? Hi. Wenn ihr Hilfe benötigt, sagt einfach schon, oh, ich würde hier gerne raus. Kannst du mir dabei helfen? Hi. Wir sagen einfach jedem Hi. Nice. Ja, Kamera haben wir bewegt. Oder bewegen wir? Ist keiner drin? Nö. Ihr auch nicht? Nö. Hi. Hi. Oh ja. Nee. Kann ich nicht mitnehmen, die Fackel. Schade. Ich gerne mitgenommen und dem über einen Schädel gezogen. Okay. Also kurz, weil, warum japanisch? Weil ist ein japanisches Studio. Und ich will es einfach mal in Japanisch hören. Also, wenn jetzt irgendeiner daherkommt und sagt, in Englisch wäre das viel, viel cooler, dann probieren wir auch noch Englisch aus, aber ich mag die japanische Sprache. Und ich hoffe, einige von euch tun das auch. Oh, was ist das da? Ausgrabungsstätte des Loch. Und deswegen werden wir jetzt einfach weiterhin in Japanisch spielen. Von der Sprachausgabe her natürlich, ne? Also ich werde jetzt nicht anfangen und werde hier den Text auf Japanisch umstellen. Das kann ja keiner. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig, Brauner. Ganz ruhig. Das soll irgendwo falsch abgebogen sein, ja? Das denke ich mir auch. Hi. Ah, ich muss gedrückt halten, dann redet der auch richtig mit mir. Okay. Ja, okay. Gut. Wenn wir vielleicht mit den anderen schon ein bisschen reden können, mal erfahren, warum die hier sind. Oder warum wir überhaupt hier sind. Ich habe auch noch gar keine Ahnung. Schmerzen eure Verletzung? Was für Verletzung? Okay. Mhm. Naja. Was haben wir hier? Hallo. Ja, wir erkunden erstmal alles andere. Ja, wir sollten nicht erzürnen, aber das ist mir eigentlich egal. Tagebuch eines Gräbers. Wir werden übrigens auch alles, was ich finde, werden wir lesen. Bis hier wird ein kompletter Kampagnenrun. Ne? Also das wird komplett richtig geil. Definitiv. Hundertprozentig. Und es kommt auch alles auf YouTube. Hoffe ich zumindest, dass ich es auch fertig spiele. Hoffe ich. Seit einem halben Jahr arbeiten hier viel mehr Vasallen. Es ist für sie auch hart und ich habe sogar gehört, wie sich einige beschwert haben. Sobald der Aufseher aber Befehle gibt, befolgen sie diese zuverlässig. Ach, jetzt kommen die alle gefährlich. Jetzt bekommen die alle gefährlichen Aufgaben und wir werden zu schlecht bezahlten Wartungsarbeiten verdonnert. Gestern Abend wurden noch mehr von denen mit dem üblichen Karren gebracht. Geht das so weiter, haben die uns bis Ende des Monats überrannt. Okay, da beschwert sich einer, dass zu viel Arbeitspersonal da ist. Ich will jetzt nichts sagen. Hallo. Ja. Alles in Ordnung. Das werden wir schon machen. Aber wir kommen hier ja gar nicht weg, ne? Kann ich hier... Opa. Ja, ich reim mich schon ein. So. Ja, ist ja schon gut. Mann, die müssen aber auch immer so diese Wächter, ne? Ich wollte doch nur mal lesen, ey.
Also hier sind ein paar zu viele Vasallen. Ja, lass mich mal hier noch ein bisschen lang gehen. Okay. Unglück nicht zu jung. Auf sie würde ich keine Gnade zeigen. Ja, okay. Ich mag aber noch. Also ich mag ja mal gucken hier. Was ist es da? Da kommen wir nicht her. Nee, sieht nicht so aus. Also der will uns auf jeden Fall treiben. Hier dürfen wir uns wahrscheinlich nicht umgucken. Okay. Gehen wir halt weiter. Können wir halt nichts machen, ne? Ich bin mal gerade am gucken, ob wir vielleicht irgendwie... Oh, auch dass das Digipad so schön funktioniert. Ey, guck dir das mal an. Können wir denn maybe die FPS anzeigen? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel FPS wir gerade hier haben. Wir auf die 60 kommen. Weil nicht, wenn nicht, dann müssten wir halt noch ein bisschen runterstellen. Warte, ich muss einmal gucken. Ich glaube, auf Steam kann man das machen. Nee, nicht Spiel neu laden. Alles in Ordnung. Lass das mal bitte. Okay. Nächster Chronik. Ich guck mal gerade, ob ich das auf Steam kurz einstellen kann, dass wir die FPS sehen. Weil ich will natürlich auch nicht, dass das irgendwie krass dolle laggt. Wo war das? Oberfläche war das, glaube ich. Und dann... Nee. Ah, im Spiel. Steam Overlay aktivieren. FPS anzeigen oben rechts. Okay. Dann müsste das hier jetzt eigentlich funktionieren. Oder auch nicht. Ah, wahrscheinlich, weil das Spiel einmal neu gestartet werden müsste. Dann lassen wir das mal noch kurz. Bis wir irgendwie an einem Speicherpunkt sind oder so. Oder ich merke, dass es gar nicht mehr geht. Ich glaube von den FPS her ist in Ordnung, ne? Also, ich sehe jetzt keine so krassen Einbuße. Hallo. Okay. Ein Ketten ist nicht nötig, dank des roten Steins. Das große sie ruhig bei all dem sind. Roter Stein? Und Gefäße. Was macht Gefäße jetzt aus? Was sind die? Okay. Gefäße. Aha. Jo, ist ja gut. Okay. Wir machen uns an die Arbeit. Hebe einen Felsen auf. Kann ich mit dir reden? Okay. Okay. Aha. Jo, mach mal. Nehmen wir so einen Stein und tragen den mal darüber. Ich will nichts sagen, aber... linker Button? Ah, Laterne an. Aha. Wir haben eine Laterne. Gut. Ich will nichts sagen, aber wir sind ein Magier. Wir sind zwar... Wir haben zwar ein bisschen, ne? Wir haben zwar ein bisschen Power, ja, wir sind jetzt nicht so ein krasser Lauch, wie man behaupten würde. Aber trotzdem, was soll denn das da jetzt? Gib mir einen Zauberstab, dann lasse ich die alle schweben. So, und was ist jetzt hierhin? Das war ein Stein. Oh! Da ist, glaube ich, einer gerade gestorben, oder?
Ja, ich habe die Befehle des Aufsehers befolgt. Untersuche den Aufruhr. Ich die auch missfallen kann? Wenn ich hier... Oh. Was da? Was ist da? Oh, eine Medusa. Oh. Hi. Okay, unser erster Feind, oder was? Oh ja. Uwe weiß genau, was zu tun. Jawohl, Uwe. Jawohl, Uwe. Du hast deinen Zauberstab. Jetzt geht's los. Okay, magischer Blitz. Das war falsch. Das war falsch. Das war kein magischer Blitz. Okay, kann ich hier bam 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 bam. Linker Button und ah! Okay, linker Button und das da. Okay. Achso, ich muss nochmal drücken. Ah! Ich mach das. Linderung? Okay, das war das. Okay, greife Objekte und wirf sie. Wo sind die Objekte? Wo kann ich werfen? Da ist ein Objekt. Hier. Zack. Jawohl, 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 jawohl. Bam! Ins Gesicht! Habe ich gemacht. Noch einmal. Okay, ich habe nichts mehr gesehen durch die Kiste. Weg mit dir! Verkrümeln Sie sich! Okay. War noch ein bisschen viel gerade? Er hat ein klein bisschen clunky angefühlt. Das ist richtig. Ich kann nicht. Ich darf nicht. Okay. Ja, weg hier. Tschüss. Renne um dein Leben. Ja, I do. Jump. Komm. Ja, gar kein Ding hier. Woo! Ei. Uff. Okay, Black Screen. Nice. We are gone. Oh. What the heck? Oh mein Gott. Einfach auf einem Griffin. Oh mein Gott. Das dürfen übrigens meine D&D-Spieler niemals sehen. Quasi mit Level 1 einen Greifen. Ah, flieg, Forest, flieg! Uwe, flieg! Nice. Ist er japanisch? Genau, das ist japanisch. Ich habe es auf japanisch gestellt, weil es ist ein japanisches Game. Also kommt ja aus Japan. Capcom, ne? Geil.
Einfach geil. Das fängt schon gut an. Das fängt schon richtig gut an. Auch wenn der Combat vielleicht slightly so ein ganz klein wenig clunky gerade war. Aber das kommt bestimmt noch. Das ist ja nur Einführung gewesen. Hi. warum schießt ihr auf meinen Griffin? Hört auf meinen Greifen zu schießen. Der Arme. Also, Mr. Miyagi. Nee, Uwe. Unser Magier heißt Uwe. Ja. Auch genannt Oi. Und er ist auch dabei. Nice. Oh nee. 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 Nicht machen. Nee. Nee. Wagt euch. Hör doch auf. Why? Okay, das wiederum könnte man dann meinen D&D-Spielern wieder erzählen. Ne? Die kriegen mit Level 1 den Griffin und zwei Minuten später ist er tot. Mann. Zwei Stäbchen für die Fliegenfängerei. Okay, das tat wahrscheinlich nicht gut, da so runterzufallen. Ja, aber das macht unserem Uwe nichts. Oh! Also so ruhig, wenn mich irgendwelche Tentakel-komischen Dinger unter Wasser ziehen, wär ich auch gerne. Das wäre ich wirklich auch gerne. Also müde, ein Nickerchen in Ehren kann niemand verwehren. ist halt so. Okay. Muss das? Kann ich noch. Kann ich meinem. Der arme Greif. Mann. Hi. Oh, das ist eine Höhle. Oh, Auftragliste. Warte, ich mach mal gerade auf. Das war. Ah, doch, warte. Mit X. Beginn eines Epos. Justin wird dir den Weg zur Festung zeigen. Folge ihm. Ja, wait. Habe ich jetzt hier zufälligerweise das freigeschaltet, dass ich das da. Kann ich vielleicht den Greifen einfach wegziehen? Ne? So, maybe? Ne? Okay. Gut, dann nicht. Dann folgen wir mal Justin. Hallo, Justin. Der rennt ja förmlich. Ich bin der Meinung, vielleicht kann man den da wegmachen und dann macht sich die Höhle auf oder so. Wäre cool. Oh. Ja, nehmen wir mit, ne? Die war ziemlich voll und dass da nur ein Arzt, Arzneitrank rauskam, war, ist ein bisschen weird, aber naja. Man nimmt, was man kriegt. Logo.
ベルムントでは聞いたことがない。もしかして隣国のバタか。さすがにそれはないか。あの国とベルムントは国交も途絶えてるし。Ja doch, es kann gut sein, dass wir, also wir sind nämlich hier, Vermund ist, wir sind ja King. Wir sind übrigens der King. Just saying. Nice. Grünlattich. Okay. Also ich, na, Tutorial, gucken wir mal, wenn wir nicht weit, wenn wir gar nicht weiterkommen sollten, dann gehen wir ja aufs Tutorial. Das ist wirklich so krass geil. Die Grafik ist halt auch stark, ne? Muss man halt einfach sagen. Die ist ja wirklich geil. Oh, wen haben wir da? So, Goblin da. Anta mo isshou ni tatakatte kure. Tairyoku ga hette kitara, yakusou ka kaifuku yaku o tsukau. Ah, wir können sogar. Teki no kougeki wa. Okay. Erstmal hier ein paar magische Blitze und dann machen wir doch noch mal Brand. Ja, weg mit euch. Nice. Ja, ja. Nee, ich bin nicht so zimperlich. Habe ich schon seit jeher gemacht. So. Aber da oben war noch was. Ja, ich komme wieder zurück. Hier war noch was. Okay. Erstmal mitnehmen. Wir brauchen Loot, okay? Immer. Loot ist wichtig. Ich hoffe, wir haben ein unendliches Inventar. Das wäre echt cool. So. Noch ein Apfel. Nice. Irgendwie. Muss man ein bisschen üben mit dem Brandding? Nice. Sehr schön. Ich gehe mal schwer davon aus, wir haben kein Mana oder so, was eigentlich ganz cool ist. Aber dafür haben wir wahrscheinlich ziemlich lange Cast-Zeiten. Ja, Mensch, ist ja gut, ist ja gut. Ich will mich doch nur ein bisschen umgucken, Mann. Ich will das hier genießen. Guck dir das da mal an, ey. Gibt es irgendwie eine Taste oder so, wo Fotomodus oder so irgendwie was? Oh. Oh. Opa. Kann ich... Hier sogar Filter und sowas reinmachen. Ja. Schön, schön. Wie mache ich jetzt ein Foto? Schärfen, Tiefe, bla bla bla. Kann ich so sitzen? Okay. Nein, warte mal, vielleicht so? Nee. Nein.
Sag mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann hier kein Foto machen. Wie funktioniert der Fotomodus hier? Ach, die Screenshot-Funktion ihres PCs, okay. Ach, okay, so. Was machen wir hier? Boah, das hat doch so die richtige Tiefe, ne? Wenn das sich mal anguckt. Aber nee, wir nehmen das da. Müssen wir nur noch unseren Udo richtig platzieren. Ja, lass mal Fotomodus kurz verlassen. Wir platzieren mal unseren Udo so. Und dann machen wir unser allererstes Foto. Foto, Uwe. Foto. Ich hoffe, das hat funktioniert. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt ein Foto irgendwo haben. So, dann folgen wir dem Justin mal wieder. Ach, hallihallo, hallöchen. Nee, das war Linderung. Das wollte ich ja gar nicht. Weg mit dir. Ja, gar kein Problem. Wenn du... Ja, Uwe ist aufgestiegen. Nice. So. Kann ich hier... LT? Okay. Nice. Ja, lass mich doch zwei Schritte zurückgehen, Mann. Nur zwei. Ich muss hier anscheinend wieder zurückkommen, ne? Ah. 100 Gold. Oh, und wir können immer noch sammeln. Nochmal 100 Gold. Ja, danke, Mates. Ja, das ist ja, das nehme ich. Das nehme ich sofort. Was haben wir hier? Nochmal ein bisschen grüner Lattich. So, Maria sagt es. Gute, was sagt es über Maria? Maria. Nein, es sind schwer, Vielfalt an Zaubern zu beherrschen und lernen noch mächtiger, wenn ihr Können sich verbessert. Jägergruppe unverzichtbar. Sie können nicht nur aus der Ferne Zaubern niedergehen lassen und Elementarschwächen ausnutzen, sondern auch verbündete Heil- und Stärkungszauber helfen. Heilzauber, Zauber müssen gesprochen, bevor sie gewirkt werden können. Und so komplexer, je mächtiger Magie, umso mehr Zeit wird benötigt, um sie zu sprechen. Zauber macht dich jedoch angreifbar. Pass also auf, wann du wo zauberst. Du kannst dich bewegen, indem du deinen Zauber sprichst, aber erhöht die Zeit, bis er beendet wird. Ah, okay. Ziele wechseln. Gewisse Magie ermöglicht dem Wirkenden, das Ziel des Zaubers auszuwählen. Während du den Zauber sprichst, kannst du Ziele auswählen oder zwischen ihnen wechseln, egal Freund oder Feind, indem du R benutzt, um die Kamera auf ein ausgewähltes Ziel zu zentrieren. Okay, R. Okay. Da ist noch was kaputt. Ja. Animit. Gezackter Knorre. Und noch Bestienhaut. Gleich wieder da, Justin. Oi, doko ni ikku kara? Chanto tsuite koi yo. Ja, ja. Die Moosbären. Die Moosbären, die waren wichtig. Die brauche ich. Definitiv. Bin ich mal gespannt. Wo ist es? ようこそ各社様。あなたのご到着を心より歓迎いたします。オッケー。どういうことだ。ポーンどもがポーンであんな風にひざまずくなんて。まさかお前各社だっていうのか。リムストーンをお探しなのでしょう。ご案内いたします。うん。
Okay. Gehen wir mal mit. これはリムと呼ばれるもの。我々ポーンの民を現世に渡らせる門の役割を持つ石です。まずはあなたのポーンをお呼びしましょう。思い描いてください。あなたに従う忠実なる者の姿を。オッケー。 Du willst nun deinen Hauptvasall herbeirufen. Den treuen Gefährten, der dich durch dein Abenteuer begleiten wird. Wie soll er aussehen? Versuche dir sein Erscheinungsbild hervorzustellen. Du kannst entweder mit einer Voreinstellung beginnen oder deinen Vasall von Grund auf neu erstellen. Wir machen mal eine Voreinstellung. Wir gucken mal. Wen haben wir dabei? Wir haben zum einen ihn hier dabei. Big Boy. Der hat als Laufbahn Kämpfer. Die Wesensart ist loyal, gehorsamste Art von Vasall, legt den Schwerpunkt auf Unterstützung und Hilfe Verbündeten in Not. Rational und strategisch, Vasallen, die Vorsicht walten lassen, bevorzugt Verteidigung und Ausweichen, nutzt geschickte Taktik, um zu überlegen, er ist schlicht. Regen abenteuerlustig, Vasallen von der ehrlichen Art. Liebt es, erforschen und sammeln von Gegenständen, mag die Herausforderung. Katli nicht. Unverblümt und impulsiv. Vasall, der nicht an Regeln hält. Genießt den Nervenkitzel und greift wilde Feinde mit waghalsigen Angriffen an. Nee. Der ist, glaube ich, besonnen. Beziehungsweise. Gutherzig? Ja, der ist gutherzig. Irgendwo kann ich die. Ja, das passt. So, ich glaube, detailliert braucht er jetzt nicht angepasst zu werden, ne? Wir nehmen den erstmal so mit. Der heißt. Jörg, der Uwe und der Jörg, und der Spitzname ist Jorgen. Und er wird Junior genannt. Also Jörg, und sein Spitzname ist Junior, weil er ist der Kleinste aus seiner Familie. Keine Ahnung. Oder der Jüngste. Yes. Und wir erstmal ihn hier mit. Weil ich glaube, ich will erst einen Krieger dabei haben. Weil wir sind halt quasi basically Fernkämpfer. Erstmal einen Krieger dabei zu haben, sollte passen. Hallo Jörg. Willkommen im Team. 我々ポーンの異名は異界渡り。こことは異なる世界とつながり、行き来する存在です。そこで得た知見や情報を持ち帰り、各社様のたびに役立てること、それが使命なのです。各社様、私は今日よりあなたに使えます。どうか私の異界での経験も力添えとさせてください。オッケー、パーフェクト。ビニッシュ、スパンマジかよ。本当に一本を呼び出しちまった。 じゃあ、あんたが各社なのか。変だな。各社は今譲渡に。いや、ね。ってのは世界に一人じゃないのか。くそ、俺にはよくわからん。詳しいのは団長なんだが、あいにく今は留守にしてるもんでな。お前に話を聞くのは団長が戻ってからにしよう。それまでは自由にしてていいぞ。 何？OK。記憶がないって。だったらメルヴェに行ってみろ。少し前にドラゴンに襲われた村だ。
各社はドラゴンと深い関わりがあると聞く。本物の各社なら何か思い出せるかもしれんぞ。Klar, Level 2, wir gehen dann direkt in ein Gebiet, wo Drachen sind. War, denke ich, schon immer eine gute Idee. Passt. Ja, Riftsteine zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits des Rifts überqueren. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deine Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßig neue Hilfsvasallen anheuern müssen. Ah, okay. Ja, erzähl mir mal von den Vasallen.世界よりリムを通じて各社様のもとに参り、力となるが務め。しかし我ら自身、我らが何者かを知りません。我らはただ定められたなすべきことをなすのみなのです。リムストーンという存在は、この世界以外に存在する数多の異世界とつながるのです。我らはこの石の力によって、この世界に渡り、 役目を終えればまた元の世界へと帰るのです。運命を選ばれ、我らポーンの民を導き、竜を打つ定めを負った方をそう呼びます。各社様がご自身の記憶を失われているとしても、その定めから逃れられるわけではありません。いや、wahrscheinlich nicht, ne? Dann tschüss. Was sein Wesensarten? Sagte mir bestimmt 4 Stück. Ja, treu ergeben. Ja gut, das haben wir nachgelesen. So, guter Jörg ist dabei. Kann ich denn einfach noch einen Vasallen beschwören oder ist der jetzt... Wir untersuchen das da mal. Was bringt das? Riftstein der Grenzwache. Tetsu, Zan. Ach, wie cool. Ike. Wildrose. Aurelien. Hä, wie cool das denn? Synda. Okay. Level 9. Ah, wir brauchen Rift-Punkte für die. Ah, die kostet nichts, weil die ist Level 2. Wir nehmen die mal noch mit. Okay, die Wesensart ist besonnen. Reist einen Tag und eine Nacht lang gemeinsam. Ja, das ist der Auftrag, okay. Lazarus-Steinsplitter als Belohnung. Okay, nice, cool. Das ist von einem anderen Spieler. Wie geil ist das denn? Besonnen. Wir haben aber jetzt schon einen drin, der besonnen ist, ne? Also, maybe will ich da ein bisschen was Aggressiveres. Sophia, Kim, Elisabeth. Was ist mit dir, Elisabeth? Hi. Ja. Bist du auch? Du bist gutherzig. Ja, heilen wir dich doch mal an. Nice. Vasallenaufträge sind Aufgaben, die dein Hauptvasall jenseits des Rifts erfüllt. Du legst die Aufgabe fest und eine Belohnung für den Erweckten, der dein Hauptvasall anheuert. Ihr beim Abschluss der Aufgabe erhält. Vasallenaufträge bieten gute Gelegenheiten, Gegenstände und Vasallenabzeichen zu erhalten. Daher solltest du dich bemühen, dass dein Vasall möglichst oft angeheuert wird. Wenn du eine Belohnung für den angeheuerten Erweckten festlegst, kannst du entweder bestimmte Gegenstände oder eine Goldsumme benennen. Gegenstände werden aus deinem Inventar entfernt. Gold wird von deinem Vermögen abgezogen. Außerdem kannst du mit anderen Erweckten handeln, indem du die Beschaffung von Gegenständen, die du haben möchtest, als Ziel des Vasallenauftrags festlegst. Okay. Ich rede mal mit dir.
wichtige Angelegenheit. Plaune. Okay. Ich bin gespannt. Typ, Rasse, Persönlichkeit. Nee, Waffenfertigkeit, Spezialisierungsauftrag, Benutzername, nee. Typ, Rasse, Persönlichkeit. Krass. Cool. Ja, dann hätten wir jetzt noch einen. Noch so einen Schurken wahrscheinlich, gell? Was wäre denn mit so einem, noch so einem Schurken? Haben wir da gerade einen rumlaufen? Nee. Nee, das sind alles nur... Kann ich ein bisschen weiter raus? So, wenn ich hier weiter rausgehe? Ah, okay. Dann schickt ihr mich nur raus. Gut. Also, wir haben jetzt Elisabeth dabei und wir haben den guten Jörg dabei. Gegenstände organisieren, okay. Interessant. Okay, ich hoffe, wir haben nicht irgendwie krass viel Gewicht und so ein Ding. Haben wir denn irgendwo unsere Vasallenaufträge? Zum Auftragsmenü. Okay. Also, wir müssen auf jeden Fall dorthin. Das ist gut. Ich kann aber auch nicht Status. Ich kann nicht wirklich Vasallenaufträge. Wo sehe ich denn meine Vasallenaufträge? Wo sind sie? Okay. Gibt nicht wirklich, dass ich die nochmal nachgucken kann. Das ist natürlich nicht so cool. Ich dachte, maybe wenn ich mit denen rede. Komm mal hierher. Kommt mal beide zu mir. Ja, Jörg. Ja, nicht so schüchtern. Wichtige Angelegenheit. Wo sollen wir nun hin? Okay. Ich habe zurzeit nichts mitzuteilen. Okay. Na gut, okay. Gut. Wir müssen nach Melf. Eine Schatztruhe? Ja, können wir gerne machen. Was ist hier? Wer bist du? Hi. Irasai. Okay. Was ist denn mit so einer Missionarskutte? Was bringt die mir denn so? Mehr Abwehr, mehr magische Abwehr. 780 Gold. Okay, ich weiß ja nicht. Das ist ein Holzstab, aber das ist genau derselbe. Okay. Ah nee, du hast anscheinend nichts. Ja, steht zu Vergnügen. Ja. ね。少し少しちょっと出かけるのか。顔色が悪いが大丈夫か。少しくら休んでいけよ。そっちの宿舎のベッドが空いてるからな。オッケー。無理して死んじまったら元も子もない。遠慮することはないぜ。はしごが使えそうです。うまく利用しましょう。Welche Leiter? Was für eine Leiter? Oh, da oben ist noch eine Quest, oder? Gehen wir mal da hoch. Eilte nach Hause, als hätte ich keine Pflichten. Okay. Ah. Die Leiter. Wait, da ist doch noch... Nein. Nein. Nein, 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 nein.
Ganz ruhig. Da ist doch noch was. Nice. Gereiftes Pestchenrippchen. Okay. Hallo? Wen haben wir hier? Okay. Und why? My dude? Why would that be? 各社を語って人儲けしようとしてるんならやめときな。 Achso, okay. Achso, wenn wir den mimen. Ich hätte sie bei nichts runtergeworfen. Ist aber irgendwo ein Ausrufezeichen. Bist du das dann? Entschuldigung. Ja, du hast zu arbeiten. Ja, okay. Was ist denn derjenige, der dann Ausrufezeichen hat? Durch den Boden gefallen. Du kannst dich nicht auf automatische Speicher sagen. Dein Vorsteher wird empfohlen, dass du regelmäßig den Gasthäusern ausrüstest, wenn du die Verletzlichkeit deiner Speicherdaten sicherstellen möchtest. Okay. Ja. Okay. Okay. 寝る以外のことがしたければ、もっといい宿を見つけな。今は適当に武器を振り回してるだけかもしれないが、専門的な職に就けばできることは増える。メルベに行ったら宿屋に寄ってみな。あそこならいろいろできるはずだ。Okay. Die Übernachtung im Gasthaus stellt die Gesundheit und Ausdauer der Gruppe vollständig wieder her. Außerdem wird die Verlustleiste wiederhergestellt, die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Du kannst zudem wählen, ob du morgens oder nachts aufstehen willst. Je nachdem, zu welcher Zeit du aufbrechen musst, übernachte hier regelmäßig, um Risiken auf weiteren Reisen zu minimieren. Okay. You know what? Dann rasten wir doch mal kurz. Die Sonne scheint noch, denn wir müssen uns ausruhen. Okay. Ja, wir müssen uns ausruhen. Wir werden ins Lager geschickt. Lager, wenn man das Gastwirt anspricht, okay. Okay, Jörg ist Level 2 geworden. Okay. Kann man damit auch irgendwas anfangen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Status gehe. Erzmagier? Wann kann ich denn Erzmagier machen? Aktuelle Disziplin ist Magier, ich will den Erzmagier. Okay, hier kann man, glaube ich, noch nichts tun. So, ja, wir begeben uns dahin. So, der soll ja was Lagermäßiges haben. 1000 Gold zum Schlafen! Holy moly. Da gibt ein bisschen mehr Magie, ne? Nehmen wir doch mal mit. Wahrscheinlich kann man dem das da dann geben. Und der hier einfach das da.